Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin so gehypt schon wieder. Oh, ihr seht's ja schon. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Der Greenscreen steht. Ja gut, ihr seht den Greenscreen natürlich nicht, aber ey, das hat ja so ewig gedauert, ne? Also, tut mir leid, dass so lange gedauert hat, Leute. Aber heute umso geiler hoffentlich. Also ich kann es nicht versprechen, weil ihr wisst ja, ich habe gerade übel die Disconnects, bis ich nach Köln umgezogen bin. Und deswegen, warum ist die Musik ausgegangen? What the fuck? Weird, please no. Okay, Evolve-Schamane. Wir spielen Evolve-Schamane oder halt Resurrect Priest. Mal schauen, ist beides jetzt nicht Tier 1. Nach Tempo Storm ist, glaube ich, sogar Resurrect Priest. Oder nee, ist es so ein Control Priest. Ist sogar Tier 3, Leute. What? Echt? So hoch ist er schon gekommen. Aber das Deck ist nämlich ziemlich cool eigentlich. Kann ich euch vielleicht mal zeigen. Vielleicht in dem Part oder in einem anderen. Je nachdem, wie gut das jetzt mit dem Evolve-Shammy klappt. Und ihr seht schon. Die Hausspinne. Und wir spielen gerade auf Englisch. Das ist auch gut so. Da sind die Namen nicht so awkward. Epic Oops. Hat die Münze. Ja. Hunter ist, glaube ich, nicht mal so ein tolles Matchup, um ehrlich zu sein. Einfach aus dem Grund, weil... Ja, das liegt dann ganz einfach daran, dass wir kein Heal haben. Wir spielen glaube ich, echt null Heal, ne? Es sei denn, wir kriegen irgendwas durch Evolve raus. Aber ihr seht schon, Hausspinnen. Hausspinnen, beziehungsweise, wie heißt sie? Pantry Spider, glaube ich. Ist natürlich super klasse zum Evolvieren. Weil ihr denkt das einfach raus, zack, und habt zwei Dreier. Zwei Three-Drops. Wir würden gerne einen Evolve-Buff kriegen. Und dann kannst du halt nicht falsch liegen mit Evolve. Das geht schon fast gar nicht. Och, seht ihr das? Deswegen haben wir sie drin. Einfach, dass der Alec einfach nicht, dass er einfach nicht den König, elected. So, jetzt pass mal auf, jetzt kommen wir nämlich hier, oh. The value. Ich weiß nicht, er hat seine Coin schon benutzt, oder? Hat er sie schon benutzt? Ja, hat er. Klar, okay, bitte nicht. Ah, oh, Pantry Spider, warum habe ich dich hier ins Deck getan? Ich hätte lieber einen High Drop reintun sollen. Nee, das ist, glaube ich, fast die offizielle Liste. Eigentlich, ihr weiß nicht, ob ihr die Waffe kennt. Es gibt diese eine ganz bizarre Waffe, vom Dingens. Ihr wisst schon, genau, vom Dingens, ja, voll gut, ey, voll gut. Genau, vom Dingens. Und das ist einfach dann von Dingens der andere, weiß der Dude. Warte mal, das funktioniert auch ziemlich gut mit Evolve. Was kann ich damit wegmachen? Annual Companion kommt im nächsten Zug raus. Farsight ist ein Cycle. Tauren Warrior gibt mir ein bisschen Leben. Was will ich denn überhaupt? Ich will gar nichts Farsighten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich nehme mir lieber den Minion. Den günstigen. Nee, das ist einfach... Ich spiele zwei Arkanschmiede, beziehungsweise Arcanosmith. Das geht sogar auf Deutsch irgendwie, Arkanschmied. Aber es hört sich nicht so Arcanosmith. Es hört sich irgendwie nicht so schniffig an. So schnaffig, wie auch immer, Leute. Keine Ahnung, was ich schon wieder labere. Auf jeden Fall, normalerweise spielt man nur einen von denen und dann noch diese coole 5-Mana-Waffe, die 4 Angriff, 2 Haltbarkeit hat und... Aber dafür... etwas anderes sehr, sehr gut kann. Und das ist natürlich, dass sie einfach noch mal einen 4-2er beschwört, wenn sie kaputt geht. Also Death Rattle, Summon, Dings, 4-2. Ich glaube, der hat 4 Mana kostet, der 4 Mana, 4-2. Und selbst wenn er nur 3 Mana kostet, kriegst du halt einfach Evolve. Du greifst dann natürlich das letzte Mal in dem Zug an, wo du dann Evolve spielst, was natürlich wunderbar ist. So, was machen wir denn hier? Wir können noch nicht eine Brand-Combo spielen, leider. Aber ich glaube, es wird fast schon auf Totems rauslaufen. Ich würde natürlich ganz gerne hier Board Control kriegen, mehr als wir es momentan haben, aber das ist nicht so leicht. Okay, wir machen das so, denke ich. Wir haben eine Chance auf Totem Golem. Ja, das ist nicht Totem Golem. Oh, aber Mana Tide. Sweet. Okay, jetzt ist die Frage, ob wir Arshan Squire spielen. Nee, ich glaube, ich werde Totemieren. Einfach aus dem Grund, ja, das ist natürlich auch sehr gut. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst unsere Ding aus der Tiefe. Ich weiß nicht, wo ich hin zeige. Nee, dahin, okay. Einfach unser Ding aus der Tiefe nicht auspacken können und wenn wir das nicht auf den Tisch slammen können, dann geht da nichts. Das muss auf jeden Fall gespielt werden, ja, das in unserem Evolve-Turn. Und ihr seht schon, es kostet nur noch 3. 3 Mana, 5. Leute. 0 Mana, 5. Ich glaube irgendwie, Schamane hat so am meisten die Karten gekriegt, wo man sich so denkt. Hä? So ungefähr, ne? 4 Mana, 7. Hä? Oh shit. Please no. Oh, er traded. Was ist denn das für ein Midrange Hunter, Dude? Das ist ja zu schnuckelig.
So, wir können leider in diesem Zug noch nicht unseren Think From Below rausballern. Und wir können natürlich Totem Golem Mana Tide spielen und den 1-1er wegtrainen und dann halt Think From Below spielen. Aber er kann ja damit positiv trainen. Das wollen wir nicht. Wir könnten, wenn wir jetzt Overlorden für 1 haben, wir im nächsten Zug 6 Mana. Das ist okay, weil dann haben wir nämlich immer noch eine gute Combo. Ich glaube, es wird eh nicht besser sein als so. Und ich glaube, ich sollte jetzt den Thorin raushauen einfach. Das glaube ich tatsächlich, Leute. Das ist meine Strategy hier. Vor Ort. Die Frage ist bloß, ob ich jetzt Mana Tide... Oh, das ist so verdammt gut, Mann. Ich will das Thing from fucking below ausspielen. Na, scheiß drauf. Das ist genug Value. Let's do it. Let's do it. Ihr bemerkt, wie ich überhaupt gar nicht auf Evolve zuspiele, ne? Aber wenn die Karte kommt, bellissima. Ich muss bloß hier was ausspielen, weil sonst ballert der mich kaputt. Das ist ein verdammter Hunter. Kennt ihr? Kennt ihr, Leute, Call of the Wild? Kennt ihr, oder? Always Huffer. Always Huffer. Gut, Leoc hätte auch funktioniert, aber wäre nicht so geil gewesen. Always Huffer. It is. Gut, dass wir einen Flametang haben. Ja, hat er jetzt einen Kill-Command oder was? Nee, Quick-Sortet den 0-3er. Aus welchem Grund auch immer er das zuerst tut. Er zieht eh keine Karte, also. Genius! Oh, ein Hunter. Der will hier seinen Call of the Wild auf jeden Fall rausballieren. Ich glaube, das ist der Turn. Das ist der Turn, ja, weil Call of the Wild kommt erst dann später und ich kann dann übel die Pantry Spiders boosten. Mit Flame Tank Totem. Yes! Okay, was ist das für eine Suite? Das ist die Kellenspinne. Wahrscheinlich Kellenspinne, oder? Schlau! Auf jeden Fall schlau! Nee, Kellerspinne. So, und wir können jetzt natürlich unseren Tauren... Oh, Baby. Oh, Baby, damn right. Yup, das ist gerade passiert und ich bin sehr dankbar. Ah, warte, ich darf nicht mit der angreifen, sondern mit dieser. Weil dann können wir noch einen coolen Turn machen hier. Und zwar, wir brauchen eh gar keinen Dings auf dem Torrent, ne? Es sei denn, er macht halt jetzt ein Face-Dings. Das wäre natürlich unglücklich. Ah, ja komm, für die Kongo-Line. Immer die Kongo-Line im Hinterkopf halten, ne? Einfach, dass ihr hier... Ja, vielleicht kann er eine Unleash-Kombo raushauen, aber ich meine, da hilft ihm nicht mal Call of the Wild, meiner Meinung nach. Also, das sieht ziemlich aussichtslos aus, Epic Oops, Bro. Ich habe noch nicht mal Evolve gespielt, was los? Ja, ist natürlich ein guter Two-Drop, aber... Das tut es nicht, mein Sohn. Das tut es nicht, mein Sohn. Okay, also, jetzt ist natürlich die Frage, ob Mr. Missgeburt... hier eventuell ein Wasser für ein Secret draußen hat. Das ist klar. Das ist natürlich klar, dass das unsere Frage ist. Warte mal, damit kann ich eventuell den Dingens klären. Den Dude. Den sweeten Dude. Warte mal kurz. Ich würde ganz gerne... Was will ich denn evolven? Jetzt komm erstmal. Ich kann nämlich zweimal evolven, ne? Weil der wird ja doppelt aktiviert. Okay. Also pass auf. Wir traden jetzt einfach. Wir traden ganz casual. Ich krieg wahrscheinlich sowieso was auf die Hand zurück. Oder? Was ist das? Nee. Okay, also es ist schon mal... Es ist wahrscheinlich eine Sprengfalle oder Bärenfalle. Kann auch Scharfschießen sein. Aber das juckt uns nicht. Okay, dann killen wir den Dude, oder? Killen wir den? Ich weiß es nicht. Machen wir es doch mal so. Boah, ist das schon wieder schwer hier. Ich muss so viele Entscheidungen treffen. Warte mal, ich glaube, ich sollte jetzt erstmal das so machen. Pass auf. Den killen wir. Ich greife damit Face an. Um zu sehen, ob es eine Explosive Trap ist. Das ist eine Explosive Trap, okay. Das heißt, wir haben nur eine Spinne verloren, das ist okay. So, pass auf, jetzt zack. Jetzt putze ich damit auf das ein, zack. Baby! War jetzt zwar nicht so super Mana-effizient, aber schaut euch das an, ne? Arcanusmith 205 war ich... Easy! Easy! Ja, ist ja nur Rang 13. Geht ja noch. Nee, aber das ist so ein cooles Deck. Ich liebe das. Ich glaube, ich spiele das nochmal. Let's do it again. Ich bete einfach nur an den heiligen RNGesus. Bitte lass mein Internet nicht kaputt gehen. Ehrlich, Mann. Das ist so zum Kotzen. Du spielst und du hast deine Winrate verlierst. Du verlierst einfach übel viel an deiner Winrate, weil du die ganze Zeit disconnect hast. Das ist so erbärmlich. Ja, in Köln wird das gefixt, Leute. Ich ziehe übrigens...
Mitte September um. Also so lange müsst ihr euch noch gedulden, ihr Hearthstone Dudes. Damit meine Winrate noch etwas vernichtet. So, wir heben uns in Hex auf. Das ist nämlich ziemlich praktisch. Master of Evolution bringt uns hier nichts, weil Totem Golem ist schon so ziemlich einer der besten 3-Drops. Deswegen bringt uns das nicht als Combo. Und Hex brauchen wir wegen Flame Waker, weil der uns sonst zerstört. Ich gehe mal davon aus, dass das Tempo Mage ist, ne? Ist, denke ich, fair. Ich sehe eigentlich fast immer nur Tempo Mages in letzter Zeit. Ich frage mich, ob die auch mal ein Decken mit Arkan-Golems schaffen. Das wäre super. Okay, so, wir haben auch Bloodlust. Und Evolve, Leute. Dieses Mal seht ihr auch Evolve im Evolve-Schaman. Ich habe das nicht einfach nur so hier in der Liste drin. Das habe ich auch wirklich im Deck. So, spielen wir Totem-Golem? Nein, ich denke nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Einfach, weil im nächsten Zug dann nur einen Mana haben. Das wär scheiße. Ich hätte es jetzt eigentlich ganz gern... Oh, Baby. Ich glaube, wir machen das so. Dann können wir nämlich im nächsten Zug immer noch ein Hex spielen. Falls Flamewaker. Aber ich glaube nicht, dass er ein Flamewaker jetzt ausspielt. Und generell Totem, einfach wegen Thing from Below, Leute. Denkt einfach dran, immer Totem spielen. Auch wenn der Gegner Doomsayer rausballert, immer Totem. Totem, Totem. Das ist wichtig. Arcan Intellect. Oh, das könnte auch ein Freds-Mage sein, aber ich glaube nicht, oder? I don't believe this. I don't believe this. Wisst ihr was? Wenn wir gerade schon die Möglichkeit haben, dann holen wir uns doch Value. Den juckt es gerade gar nicht, dass er auf dem Board verliert, also bin ich mal gespannt. Vielleicht macht er jetzt einen Freeze Doomsayer, aber vielleicht ist das auch ein Tempo-Mage. Die spielen doch bestimmt auch Arcane Intellect. Ich spiele noch alle Spells, die günstig sind. Gut, Arcan. Ah, sehr schön, der Fireball. Direkt um 6 geheilt. Good job, Bro, ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay, wir können hier einen sneaky Turn machen. Wir können einen sneaky Evolve Turn machen. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Was kriegen wir denn? Tuskar. Naja, das ist nicht gut genug. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wie clearte das Board? 5 Mana. Ist natürlich schon mal gar nicht so scheiße. Ich glaube, ich platziere den mal auf die Seite. Und dann machen wir uns ready für den großen Evolve Tower. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber selbst wenn wir nur Bloodlust setzen. Oh, Double Evolve. Oh, Baby. Okay. Oh, Flamewaker. Flamewaker. Arcane Blast. Okay, was kommt jetzt noch? Okay, das ist... Oh, das kann uns rasieren. Bitte nicht, lass alle überleben, bitte. Bitte alle überleben lassen. Nein, was tust du? Du Abschaum. Ich hasse dich. Okay, hexen wir jetzt, ist die Frage. Ich kann auch Lightning... Ja, das reicht nicht aus, ne? Nee, wir müssen hexen. Wir brauchen Hexen. Hex-Value. Also, es ist wenigstens ein Tempo-Mage. Das stimmt mich nämlich sehr positiv, weil dann werden wir nicht downgeburstet. Wie gesagt, wir haben kein Heal... Oh, shit. Bellissima. Bellissima. Oh mein Gott, ist das geil. Ohne Spaß, ich weiß nicht. Das ist eins der Decks, da habe ich übel Spaß dran. Und das ist wirklich mega cool. Auch wenn ich jetzt keine Evolve-Turns habe bis jetzt. Aber wir haben Pantry Spider. Wir haben Thing from Below. Das wird... Oh mein Gott, Leute. Ist euch bewusst, was hier gerade abgehen wird? Junge, diese Combo! Okay, pass auf. Wir kriegen jetzt dieses Viech da weg. Und dann sind wir good to go. Dann sind wir ready to rumble. Oh Mann, ich will fast schon... Das wäre ja so geil. Das wäre ja so geil, wenn ich da jetzt eine üble Combo hinkriege, oder? Das wäre doch gut für den Part. Ich weiß, das kann alles geklärt werden, easy. Deswegen wäre es eigentlich gut, das jetzt konservativ zu spielen. Aber ich denke, das juckt uns nicht, oder? Nee, das juckt uns nicht. So, wir spielen jetzt erstmal so. Pass auf, wir holen es. Du Missgeburt! Du Missgeburt! Tu mir das jetzt nicht an! Bitte nicht! Warum? Was habe ich dir getan? Wisst ihr, ich glaube, das liegt an diesen Powerline-Adaptern. Holt euch keine Powerline-Adapter, wenn ihr aufnehmt. Ich glaube, das ist so, dass da so Interferenzen entstehen, wenn ihr irgendwie, wenn viel Strom vom Computer gezogen wird. Oh. All Jesus, please. Oh mein Gott, wir leben noch. Totem? Hallo? What the fuck?
glaube, das ist der Moment, wo man sein Hearthstone kurz schließt. Close window. Playing now, mach, beeil dich mal. Junge, ich habe nur 90 Sekunden oder so, das schaffe ich, das schaffe ich. Komm, 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 komm. Log dich ein, verdammte Axt. Log dich ein. Please. Do it. Oh, oh mein Gott. Reconnected. Wir wurden reconnected, Leute. Wir wurden reconnected. Okay, er hat einen Zug gemacht. Okay, es ist unfair, ich weiß, es ist unfair, es sackt, aber wir können das noch schaffen, Leute. Das ist wichtig. Holy shit, wieso haben wir so viele Karten? Oh, shit, wir werden gemillt. Na, sucks. Okay, pass auf, wir brauchen irgendwie Spell Damage, sonst wird das gar nichts mehr. Ja, chill, chill einfach. Okay, also. Ja, ja, du kriegst nicht deine Free Wins so easy. Das wird nichts heute. Okay, also, ich glaube, ich muss sowieso, ich muss einfach Lightning Stormen und hoffen, weil das wird nichts anderes, das funktioniert nicht. Wir müssen das jetzt so spielen und dann, Think from Below spielen, weil sonst wird das uns verlieren. Wir haben schon zu viel Schaden genommen. Eigentlich war das ein ziemlich easy Win, aber nicht so, wie das gespielt wurde. Oh, Effigy? Warum würdest du Effigy spielen wollen? Stehe ich nicht. Oder hat er wahrscheinlich aus dem Controller gekriegt? Klar, Leute, das macht natürlich wesentlich mehr Sinn. Die Frage ist jetzt gerade, wie ich das mache. Das ist auch nicht so geil. Ich kann natürlich auf einen High Drop rollen. Ich kann Doppel-Evolve spielen, das ist aber nicht so. Ich wollte jetzt die scheiß Combo spielen. Was soll das, Mann? Du hast mir alles ruiniert. Eieiei. Egal, wir spielen das jetzt so. Pantry Spider muss. Wenn er sie liegen lässt, ist natürlich ziemlich gut. Wenn er Flamestrike spielt, ist ziemlich scheiße, aber das wäre mit allen scheiße gewesen. Und der hat irgendwie wenigstens noch eine Chance zu clearen. Ah, hat Lethe. Scheiße. Und deswegen, Leute, das ist halt das Problem, ne? Ich sag's euch, das Internet ist einfach zum Kotzen. Vielleicht bessert sich über die Tage jetzt, aber egal. Trotzdem, probiert das Deck aus. Ihr habt ja gesehen, das war eigentlich ein Win von uns, aber wir lassen es mal beim Killifitz. Er kann ja nichts dafür. Das ist ja mein scheiß Powerline-Netz. Okay, also, aber ihr hättet euch, stellt euch einfach mal ganz kurz, wir gehen jetzt einfach in uns und stellen uns diese Kombination vor. Pantry Spider verdoppelt sich. Pantry Spider 2 verdoppelt sich. Wir spielen Think from Below für 0 Mana. Und wir spielen Double Evolve. Wir haben 4, 5 Drops. 5 Drops. 5 Drops. Und einen 7 Drop. Und wir gewinnen, okay? Das ist so passiert, Leute. Nicht anders. Genau so. Okay? Gut. Macht's gut. Ciao.